Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Instant Gaming News. In dieser Woche war richtig viel los, deswegen starten wir auch direkt mit der ersten News. Und da geht es um die Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony. Ein zuverlässiger Insider will nämlich die Preise und die Launchtermine der PlayStation 5 und Xbox Series X sowie deren Versionen in Erfahrung gebracht haben. Und ja, wir haben das Ganze mal für euch kurz und knapp zusammengefasst. Also, die Microsoft Xbox Series X wird am 5. November erscheinen und soll 499 Euro kosten. Einen Tag später, also am 6. November, wird dann die Xbox Series S, ja, das kleinere Modell, das schwächere Modell, erscheinen und das soll nur 299 Euro kosten. Sony lässt sich mit der PlayStation 5 noch etwas mehr Zeit, aber nicht wirklich viel, viel mehr. Die erscheint nämlich am 13. November für 499 Euro, also kostet genauso viel wie die Xbox Series X. Es wird aber auch bei der PlayStation 5 ein etwas günstigeres Modell geben, nämlich die PlayStation 5 Digital. Die besitzt kein Laufwerk, die kostet dann eben 100 Euro weniger, also 399 Euro. Und die erscheint ebenfalls am 13. November, also sprich PlayStation veröffentlicht am selben Tag gleich beide Konsolen. Das Ganze hört sich alles sehr glaubwürdig an. Ja, die Preise wurde ja schon öfter gesagt, dass die Konsolenhersteller nicht über die magische 500er Grenze gehen. Auch der Veröffentlichungstermin der Microsoft Konsolen wurde ja eh schon von Microsoft selber so ein bisschen bestätigt, weil sie gesagt haben, im November erscheinen die Konsolen. Ja, klingt alles sehr plausibel. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine offizielle Ankündigung und dann ist alles fein. Wo wir aber bald eine offizielle Ankündigung bekommen werden, das ist der diesjährige Call of Duty Teil. Ja, es ist eigentlich fast schon, muss man sagen, eine kleine Schande, dass es noch keine offizielle Ankündigung gibt. Ja, normalerweise hätten wir schon vor über einem Monat oder sogar noch weiter davor Infos zum neuen Call of Duty Teil. Dieses Jahr ist aber alles ein bisschen anders. Aber immerhin, Publisher Activision hat ein Teaser-Video veröffentlicht und hat nun den Namen des neuen Call of Duty Teils enthüllt und der heißt Black Ops Cold War, also eh das, was wir eh schon alle uns gedacht haben und gewusst haben durch diverse Leaks. Es geht also ab in den Kalten Krieg und am 26. August wird es dann eine offizielle Enthüllung von dem Spiel geben. Also am 26. August gibt es dann richtiges Ingame-Material, da gibt es dann mehr Details zur Singleplayer-Kampagne. Ja, richtig gehört, Cold War wird wieder eine Singleplayer-Kampagne haben. Es wird auch einen überarbeiteten Multiplayer geben, ja, zum Beispiel Sprinten kann man wieder unendlich lange. Ja, also es gibt dieses Ausdauersystem nicht mehr, also das Spiel wird wieder flotter, actionreicher als das aktuelle Call of Duty. Ja, mal schauen, wie das Ganze ankommt, da bei euch und ja, bei den Fans natürlich. So, und dann geht es auch gleich direkt weiter mit einer Sache, die ja auch in den letzten Tagen seine Runde gemacht hat, nämlich die Release-Verschiebung von Halo Infinite. Wir wissen mittlerweile, der neueste Halo-Teil wird nicht mehr pünktlich zum Launch der neuen Xbox Series X erscheinen, sondern wurde auf das Jahr 2021 verschoben. Also wir müssen uns da noch ein paar Monate gedulden. Als Hauptgrund wurde ja so ein bisschen immer die Covid-19-Pandemie vorgeschoben. Jetzt hat aber ein sehr verlässlicher Microsoft-Insider, nämlich der Brad Sams, mit einigen Entwicklern gesprochen und hat erfahren, nee, so ist das eigentlich gar nicht. Also die Probleme haben schon relativ früh oder vor ein paar Jahren begonnen, wo das Spiel gerade in der Entwicklungsphase noch war, denn die Entwickler haben keine fixen Spezifikationen der neuen Xbox-Konsole gehabt. Also die mussten quasi für eine unbekannte Plattform ein Spiel entwickeln, mussten die Engine erstellen und die wussten eigentlich gar nicht, wie leistungsfähig wird denn eigentlich dann die neue Xbox Series X. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem und das hat auch sehr, sehr viel Zeit verschlungen. Ein weiteres Problem war, dass die Entwickler, die Hauptentwickler von Halo Infinite, einige Arbeiten an kleinere Studios ausgelagert haben. Das ist ein ganz normaler Prozess, machen viele andere große Entwickler auch. Das Problem war aber, dass die Kommunikation mit diesen kleineren Teams nicht wirklich gut funktioniert hat und dadurch gab es wieder weitere Verzögerungen. Also Fakt ist, das Spiel erscheint nicht wegen Covid-19 später, sondern weil es schon während der ganzen Entwicklungsphase Probleme gegeben hat. So, und ein Spiel, das aber anscheinend wirklich wegen Covid-19 später erscheint, das ist Deathloop. Das ist dieser coole Zeitschleifen-Shooter aus dem Hause Bethesda.
Und Bethesda hat jetzt eben via Twitter bekannt gegeben, dass Deathloop nicht mehr dieses Jahr erscheint, was ursprünglich geplant war, sondern der Release wurde auf das zweite Quartal 2021 verschoben. Das heißt, wir müssen da wirklich noch etliche Monate länger auf das Spiel warten. Und auch hier ganz die offizielle Begründung wegen Covid-19, weil das eben die Entwickler vor neue Herausforderungen gestellt hat. Und daher mussten die Entwickler von Arcane das Spiel bzw. den Release-Termin nach hinten setzen. Ja. Gut, ist halt so. Kann man nichts ändern. Wie gesagt, 2020 ist sowieso ein sehr spezielles Jahr. So, und für all diejenigen, die sich so ein bisschen gefreut haben, dass heute, also heute am Freitag, am 21. August, die Remastered-Version von Crysis erscheint, nein, das wird es nicht geben. Das war ein Gerücht, das war ein Irrglaube, der die letzten Tage durchs Internet gehuscht ist. Ja, da wurde behauptet, ja, dass Crytek quasi so eine kleine Überraschung geplant hat. Jetzt eben am Freitag, dass dann hier Crysis Remastered einfach rausgeschmissen wird. Und die Kollegen von der GameStar, die haben direkt bei Crytek nachgefragt, die haben dann guten Draht hin und Crytek hat ihnen noch einmal bestätigt, dass diese Gerüchte komplett falsch sind. Es gibt nach wie vor keinen finalen Release-Termin für die Crysis Remastered Version, also wir müssen uns da auf jeden Fall noch gedulden. So, aber wo wir uns zum Glück, muss man sagen, nicht mehr ganz so lange gedulden müssen, das ist Baldur's Gate 3. Ich weiß, da freuen sich viele von euch schon drauf, ja. Und nach einigen Verschiebungen gibt es nun endlich einen Termin für den Early Access. Nämlich am 30. September könnt ihr am PC bzw. via Stadia könnt ihr das Spiel anzocken, halt wie gesagt im Early Access oder in der Early Access Phase. Diese Early Access Phase wird den kompletten ersten Akt beinhalten, auch schon sehr viele Klassen und Inhalte, also da kann man schon relativ viel testen, aber es ist natürlich logischerweise noch nicht das komplette Spiel, also schon mal rot im Kalender einstreichen, ja, 30. September Early Access Baldur's Gate 3. So, liebe Leute, das war's mit den Instant Gaming News für diese Woche. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal, ciao.